Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein bisschen geschludert, muss ich ehrlich zugeben. Und zwar mit dem Q&A, was jetzt eigentlich schon längst überfällig ist. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mache jetzt eine kleine Hometrail-Runde. Und dann beantworte ich euch endlich mal die Fragen, die ich euch noch schuldig bin. Ich suche sie mal ganz kurz raus und dann starten wir da auch direkt gleich rein, weil es wird gleich dunkel. Und ich will noch ein paar Runden fahren. So, wo haben wir sie denn hier? Da, starten wir direkt rein. Warum ein DH-Bike, also Downhill-Bike? Wir haben ja schon dieses Downhill-Bike-Testvideo gemacht und da haben wir eigentlich schon ein bisschen die Frage geklärt, niemand braucht ein Downhill-Bike, aber warum? Weil ich einfach Bock drauf hatte und ich das zu einem super, super Schnäppchen bekommen habe und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das Bike macht so viel Bock. Und ja, ich bereue es auf jeden Fall null. So, Rockstar 92. Wie funktioniert das in Saalbach mit den Liften? Hab keine Ahnung. Entweder du hast eine Joker-Card zum Beispiel, dann hast du 2 Fahrten Lift immer for free. Sonst holst du da einfach eine Liftkarte. Nicht vergessen, Joker-Card vorzeigen, 30% sparen. Und ja, du hast eigentlich immer halt einen Gondellift und das ist super entspannt. Fährst mit der Gondel hoch, steigst wieder aus, fertig. Das war's. Ganz easy peasy. So, was kommt dieses Jahr noch Schönes? Grüße und großes Lob. Ja, erstmal Dankeschön. Dieses Jahr, Hashtag alle 14 Tage auf jeden Fall, werden wir noch weiter ausbauen. Dann, wenn es klappt, kommt noch eine spannende Sache, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, weil sonst, ja, ich spreche nicht gerne über Sachen, die ich dann, die dann nie irgendwie passieren oder so. Deswegen. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf euch zu und dann halt die interessante Gestaltung der Off-Season, ne? Also die steht ja auch noch bevor. Dom Goes Wild, warst du ja in Saalbach? Gibt es dort ein Ticket für die Bergbahnen, die auf beide Seiten gelten, also Leogang? Ja, gibt es. Du musst die allerdings unbedingt in Saalbach kaufen. Wir haben den Fehler gemacht, haben die in Leogang gekauft, weil wir dachten, wir sparen da dann auch mit der Joker-Card, aber in Leogang zählt die Joker-Card gar nicht. Das heißt, also du kannst mit der Joker-Card fahren, aber der Rabatt in Leogang zählt nicht, so rum. Das heißt, kauf auf jeden Fall das Ticket in Saalbach, spar da dann das Geld und dann kannst du auch in Leogang drüben fahren, wenn du mit dem Wurzeltrail zum Beispiel rüberfahren willst. So, TE Freerider schreibt, hätte an deiner Stelle die 29 Zoll Reifen genommen beim Norco. Wieso 27,5? Die hast du ja beim Torque. Weil ich ja keine Downhill-Rennen fahre, wo ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt unbedingt schneller laufen mit den Rädern. Und ich mich auf dem Norco mit 29 Zoll nicht so wohl gefühlt habe, weil das war irgendwie nicht so richtig mein Ding. Ja, habe ich mich für die 27,5er entschieden, weil ich mit den 27,5ern einfach besser klargekommen bin. Und das hat sich auch bestätigt, seitdem ich das Fahrrad habe. Deswegen 27,5. Ja, wenn du aber ein Fan von 29 Zoll Reifen bist, ich fahre ja hier auf dem Focus auch die 29er, dann ist das cool. Ich mag persönlich die 27,5er irgendwie lieber. Kann sein, weil ich das so vom Torque auch gewohnt bin und darauf alles gelernt habe. Ja, Majestic Marcy, wie bist du zum Mountainbike-Fahren gekommen? Boah, ich glaube, da verlinke ich euch mal ein Video. Das ist dann eins der ersten Mountainbike-Videos. Das ist, heißt, wie man ein Mountainbike kauft in 2021 oder so. Könnt ihr mal suchen auf dem Kanal. Da erkläre ich das Ganze so ein bisschen, aber ich habe es auch schon in vielen Q&As beantwortet nochmal, falls dir das zu lange ist, das Video, aber es ist unterhaltsam, schaut es dir an. Matt MTB7, hast du Probleme mit der Code R? Nö, am Focus hatte ich mal ein Problem, da war irgendwann war irgendwie die Bremskraft weg, aber dann war die wieder da, keine Ahnung, aber gar keine Probleme, also ich bin auch super zufrieden mit der Bremse, ich weiß, viele mögen die nicht so, ich fahre sehr gerne mit der Code R, bin aber auch jetzt noch nicht so viele Bremsen im täglichen Gebrauch gefahren. Klar, beim Downhill-Testbike-Video bin ich verschiedene Bremsen gefahren. Immer wenn ich mal wieder ein Fahrrad getestet habe, war da mal eine Magura dabei auch und so weiter. Ich komme mit der Code R gut zurecht. MT Benny fragt, wann sehen wir uns wieder? Ja, Benny, komm einfach mal mit Fahrrad fahren. So, nicht immer erst in der Off-Season anfangen. So. Crazy Nicolas, bist du noch zufrieden mit dem Torque? Ja, ich war ja gerade in Sölden mit dem Torque und da hat mir das Bike mega Spaß gemacht. Glaube ich, war auch die richtige Entscheidung für die Strecken, die ich dort gefahren bin. Und ja,
auf jeden Fall bin ich noch zufrieden mit dem Talk. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es weggebe, weil ich jetzt das Norco habe und das eigentlich ja nicht mehr brauche. Allerdings war ich in Sölden dann zum Beispiel ziemlich happy, dass ich dann doch hatte. Hast du dir jetzt das Norco gekauft? Yes, habe ich. Ich habe es zu einem mega guten Preis bekommen und wollte ja schon länger eins haben, habe aber immer irgendwie ja, mit mir gehadert, ob ich das jetzt wirklich brauche oder nicht. Aber letzten Endes habe ich die Entscheidung auf jeden Fall nicht bereut. Aber ich kann euch sagen, ich hätte es auf jeden Fall bereut, hätte ich das für den Preis nicht geholt, weil ja, so günstig hätte ich da niemals dran kommen können. So, da fragt der Oscar HRM auch noch, wie viel hast du für das Norco bezahlt? Ja gut, wenn jetzt das sogar auch noch einer so offen fragt, dann, ja, ich habe 3.500 Euro bezahlt für das Norco. Das kostet ja sonst so um die 6 überall und war niegelnagelneu, auch nicht gebraucht. Und war das Letzte, was da irgendwie vorrätig war und dann hatte ich noch Rabatte und dies und das. Und ja, aber alles offiziell, ohne irgendwie ein Sponsoring oder sowas. Sondern es lag einfach daran, ich bin dieses Norco Probe gefahren vom Thomas und das war einfach so, hat einfach gepasst. Ich war einfach mega happy damit und bin einfach super glücklich, jetzt das Norco in der Family zu haben. So, das war eigentlich alles. Ja, viele Fragen, die immer kommen, habe ich mit rausgenommen, ne, damit ich die nicht wieder immer doppelt mache. Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten. Ihr seid happy, euch geht's gut und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Da die Fragen jetzt schon alt waren, werde ich bald auf Instagram eine neue Fragerunde starten und dann könnt ihr direkt wieder neue Fragen stellen, weil die waren jetzt auch ein bisschen weniger aktuell, aber ich bin sie ja trotzdem ja euch schuldig gewesen. So, ich gehe jetzt noch schnell auf die Trails ein paar Runden fahren und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Bis dahin, ciao, ciao.